Einzelstart bei der Schneeräumung am Schafberg ist in den frühen Morgenstunden. Mit der Schafbergbahn geht es zu den letzten Schneefeldern, die die Strecke behindern, auf knapp 1500 Metern Seehöhe. Bevor die Züge in die Saison starten können, muss natürlich noch die Strecke vom Schnee geräumt werden. Die Schneemassen des heurigen Winters machen den Räumungstrupps allerdings zu schaffen. Dass hier die Arbeit nach kurzer Zeit wieder abgebrochen werden muss, weiß der Einsatztrupp jetzt noch nicht. Die Schneekonstellation im heurigen Winter war eine ganz besondere. Aufgrund der Tatsache, dass der Boden vor dem ersten Schneefall nicht richtig durchgefroren war, steigt die Lawinengefahr jetzt dramatisch an. Um Schneebretter zu kontrollieren, wurden auch schon einige Sprengungen vorgenommen. Ja, wir müssen einmal aufgehen und ja, und halt oben mal schauen, die Situation begutachten. Und da sind oben so riesen, so relativ große Löcher offen, weil es heuer die Gefrier relativ wenig drinnen war. Und dann seilen wir uns ab und gehen runter und kommen da ein Loch rein oder hauen sie in die Spalten rein und probieren einmal, ob sich was rührt. Die ersten Sprengungen zeigten allerdings keine Wirkung. Im Laufe des Vormittags dann die nächste Hiobsbotschaft. Die starke Frühlingssonne am Schafberg macht die Region zu einem Hotspot für mögliche abgehende Schneebretter. Aus diesem Grund wird beraten. Ja, jetzt dürfen wir halt nicht den ganzen Tag fahren, weil wenn die Sonne zu viel reinkommt, nachher müssen wir uns anderen Beschäftigungen widmen. Ja, der Schnee verändert sich, also das Gefüge, und ja, da kann es aber schon zu Selbstauslösungen kommen. Derzeit ist alles auf Stopp und es wird aufgrund der Sicherheit die weitere Vorgehensweise besprochen. Und nachher kommt die Sonne schon relativ stark rein und nachher werden wir da mal Stillstand machen. Und morgen in der Früh werden wir wahrscheinlich früher rauffahren und schauen, dass wir noch was weiterbringen. Sicherheit geht also am Schafberg vor. Um bis zum Saisonstart noch genügend Zeit zur Schneeräumung zu haben, wurde natürlich ein Zeitpuffer eingebaut. So umgeht man mit Bedacht Lawinengefahren und schlechtes Wetter. Nein, jetzt weil man muss sich wieder eine Bühne machen und ja, wir sind natürlich bedacht, dass nichts passiert, was ganz wichtig ist und ja. Wir sind jetzt mal wieder froh, wenn wir gleich heil unten sind. Und wir müssen halt ein bisschen zusammenhelfen da.